Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Final Stories. Wir steuern jetzt hier Matt. Und ja, mal sehen, wie seine Geschichte weitergeht. Was war das? Verdammt, ein Erdbeben. Die ganze Festung könnte zusammenstürzen. Wir müssen hier raus. Sofort! Die Brücke scheint gelöscht worden zu sein. Hier geht's nicht weiter. Oh shit. Oh shit. Mit Zeitlimit. Ich sehe gar nichts. Ich möchte noch Fleisch. Oh shit. Um das Gefängnistor zu öffnen, muss ich die richtige Kombination herausfinden. Verdammt! Kombination ist nicht richtig. Was jetzt? Shit. Hier gibt es keine Hinweise. Das da. Ja, Chance Nummer 21. Ich weiß nicht, was, wie, wo, wenn, dann, wieso. Das ist eine 5. 5 oder so? Perfekt! Lass uns schnell weiter. Okay, das war... Zwei, wenn ihr unter mir das Gitter öffnet, kann ich uns hier rausbringen. Okay, was sollen wir tun? Rechts von euch ist der Terminal. Bedient es einfach und macht uns den Weg frei. Schnell, keine Zeit verlieren. Ja, aber die Zeit läuft weiter. 12 Bits. Und einmal so gut. Schnell, steigt in mein Maul. Komm. Okay. Was bringt uns jetzt hier raus? Das finde ich sehr nett von dir. Adventure 2, alte Freunde. Wo bringt es uns hin? Ah. Es hätte uns nicht rechts hinbringen können oder so. Naja, egal. Ich weiß ja nicht, was ich zu tun habe. Wir sind angekommen. Sind wir? Wir sind wieder im Tatwald. Vor ein paar Tagen hat hier alles begonnen. Aber wir sollten den Tiki-Ritter suchen. Matt, was sagt das Tiki-Weiß? Moment. Nix. Was? Das kann doch nicht... Matt, was ist denn los? Das Signal, es ist weg. Was? Nein, warum das? Ich habe keinen Schimmer. Verdammt, was jetzt? Dieser andere Tiki-Ritter ist ganz bestimmt nicht im Drahtwald. Dafür war er zu weit entfernt. Nun, die Strömung werden sich in ein paar Stunden regulieren. Danach könnten wir auch andere Gebiete besuchen. Danke für das Angebot. Aber diese riesige Tiki-Welt abzusuchen wäre Zeitverschwendung. Ned, ich habe da eine Idee. Ich bin ganz Ohr. Digimon und Babamon geben doch hier im Wald. Beide sind tolle Zauberer. Sie könnten uns vielleicht helfen. Hast du schon vergessen, dass wir das schon mal ausprobiert haben? Aber es half nicht. Sie verschwanden wohl irgendwie. Tut mir leid, was anderes fällt mir nicht ein. Na gut, versuchen wir es. Was wird jetzt aus dir, Babamon? Ich bin jetzt endlich wieder frei. Ich weiß noch nicht. Ich werde wohl die Welt ein wenig erkunden. Jedenfalls, vielen Dank für eure Rettung. War doch selbstverständlich. Bis dann, Warmon. Mach's gut, Warmon. Wir werden uns sicher wiedersehen.
Matt, folge mir. Ich führe dich durch. Okay, jetzt geht's auch hier mit der Story weiter. Da speichern wir mich hier. Nachts werde ich euch hier Digimon angreifen. Verteidigt euch. Danke, das werden wir. Okay. Hey, Petermann. Oh, shit. Hey, scheiß doch nicht auf mich. Hey. Wieder durchgeflogen. Oh, oh, oh. Hey. Fick dich. Pups mich nicht an. Es lag manchmal ein bisschen. So, du bist tot. Musst aufs Klo. Nee. Gut. Das war schon wieder Kacke von mir. Ich greife mit seinen Seifenblasen an. Kommt an einem Vieh vorbei. Gar nicht. Au. Heilung. Gut. Will ich mir aber erstmal aufsparen. Er geht doch um die Ecke rum. Nein. Hey. Hier hat es mich jetzt da erwischt. Shit. So. Komm her. Steht doch. Wie oft hat es mich jetzt da erwischt, verdammte Kacke? Ja, nur drei. Super. Oh, lass mich das mal erst zu. So viel Heilung habe ich noch nicht. Das ist ein Wasser drin, das kann ich offenbar nicht töten. Wo wollen die beiden jetzt eigentlich überhaupt hin? Das hat keiner gesagt. Stirb doch. Du auch mit deinen Seifenblasen. Ich mach der Giftmüll da. Egal. Da ist noch so ein Vieh. Komm schon. Ich sollte dich eigentlich nicht alle töten. Komm. Das sind manchmal auch zu schlau für mich. Und die verstecken sich so gut, ey. Kacke nochmal. Es ist echt beschissen hier zu kämpfen. Oder ich bin einfach nur doof. Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen kacke, dass die alle Hindernisse durchkommen. Aber ich halt nicht. Hat mich erwischt. Überall durchschießen. Wobei durchschießen kann ich glaube ich auch. Shit. Da hängt ein Sachenkasten oder sowas. Ja, und ich bin fast tot. Scheiße. Ich nehme mich echt blöd an mit Egabumon. Kisten sind uninteressant. Aber Fleisch. Oh, Fleisch. Guten Appetit. Kacke. Ist immer noch nicht viel besser. Hier unten ist sonst nichts mehr. Kein Pilz oder so. Oh, shit. Oh, shit. Ich häng in den Pilzen fest. Da kommt noch mehr. Du bist tot. Sieht's mit dir da oben aus? Ah, da bist du. Okay, bin ich einfach weitergegangen. Na, ist auch egal. Okay, dann speichern wir hier nochmal. Seifenblasen, Mistviecher. Wie viel Schaden können wir Seifenblasen schon machen, ey?
Keine Ahnung. Verdammt schnell, die Viecher. Aber sie hatten Gott sei Dank nicht so viel aus. Das ist bestimmt nix. Puh, endlich. Weg von der Küste. Was ist das? Wenn ich mich recht erinnere, das hier habe ich dich vor ein paar Tagen getroffen, richtig? Du warst noch zu normal. Richtig. Ich habe gar nicht daran geglaubt, dass wir es so weit schaffen. Haben wir aber, Matt. Dank dir. Das meiste hat man aber dir zu verdanken. Du hast mich nie aufgegeben. Danke. Schon gut. Ich werde dir immer zur Seite stehen. Aber lass uns jetzt weiter. Ich hoffe, Babamon und Chichimon sind zu Hause. Das hoffe ich auch. Was macht Matt denn so nachdenklich? Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich muss dieses Mal sehr gut aufpassen, damit er nicht wieder von der dunklen Seite angezogen wird. Ja, und das da ist was. Genau hier habe ich gelegen. Eins ohne Erinnerung an die Digi-Welt. Der dunkle Matt plant es so, dass ich alles vergesse und mich dann nach und nach an meine Situation erinnere. Das hatte für ihn den nützlichen Effekt, dass ich dadurch noch mehr über mich und meine Umgebung nachdachte. Und dadurch dann auch depressiver wurde. Und schließlich verzieht er sich die Dunkelheit immer mehr in mir. Schrecklich, aber das ist nun alles vorbei. Was zur Hölle? Stimmt irgendwas nicht? Nein, schon gut. Wirklich, lass uns gehen. Ja, besser schnell weg hier, das macht mir Angst. Hey, das ist dieses Quelamon wieder. Neuer Award. Okay. Ich bezweifle, dass wir jemals einen Fernseher in der Digi-Welt brauchen. Pfanne unnötig. Hey, ihr da. Oh, Quelamon. Ich betreibe seit kurzem einige Läden. Bisher habe ich schon 2 Stammkunden. Jedenfalls habe ich einige neue Waren auf Lager. Kauft was. Hab ich denn Geld? Ja, ich hab Geld. Ich mag den Deluxe-Pilz eigentlich nicht. Ich kaufe mir aber trotzdem einen. Und 5-mal Fleisch. Das muss vorerst reichen. Ich versuche ja hier auch einen Job aufzumachen. Aber Quelamon ist ein zu großer Konkurrent. Liegt vielleicht daran, dass du keine Sachen zum Verkauf anbietest. Ja, vielleicht. Dumm. Wir wollten doch nachsehen, ob Papamon und Chichimon zu Hause sind. Das Haus ist weiter nördlich. Ja. Ich wollte doch nur nachgucken, ob ich da hin kann. Nichts gibt es hier sonst, oder? Na, gar nichts. Was von Papamon und Chichimon? Ich hoffe, dass diesmal jemand da ist. Herein! Worauf wartest du, Matt? Die Tür ist offen. Hoffentlich erwartet uns keine Überraschung. Na? Na, nee, das sind sie. Wie sieht das Haus denn von denen aus? Schau, wir haben Besuch. Hallo, wie kann ich euch behilflich sein? Hey, jetzt mal, kennt ihr mich noch? Ich bin Tunamon. Tunamon? Wirklich? Bist du das? Hey, Chichimon! Unser Freund Tunamon ist wieder da! Chichimon? Was? Hallo? Wie kann ich euch behilflich sein? Tunamon oder, Gabumon, schön dich wiederzusehen! Wie geht's dir? Und jetzt gut. Danke der Nachfrage. Hey, du, Junge. Ja, bitte? Ich hätte da eine wichtige Frage. Bist du ein Digi-Hater? Richtig. Und du heißt Matt? Ja, woher wissen Sie das? Wir haben vor ein paar Tagen jemanden getroffen. Einen alten Freund. Jemand, der dich scheinbar sehr gut kennt. Er hat uns von einigen Dingen erzählt. Kurz nachdem du uns verlassen hast, Tunamon, mussten wir diesen Freund treffen. Deswegen waren sie nicht zu Hause. Der alte Freund erzählt uns von einem unerwarteten Ereignis. Wir baten ihm unsere Hilfe an. Alter Freund? Unerwartetes Ereignis?
Ich verstehe nur Bahnhof. Welcher Freund ist das? Was ist denn Unerwartetes passiert? Nun, das ist so. Was war das? Womit habe ich das verdient? Haben wir nicht versprochen, es nicht auszusprechen? Die Wände haben Ohren. Stimmt, ja. Ehrlich gesagt, wir haben erneut die Dunkelheit gegen Devimon bezwungen. Ich denke, wir haben in der Tigi-Welt alles erledigt. Ich möchte jetzt nur noch diesen anderen Tigi-Ritter in der Tigi-Welt finden. Und dann wieder nach Hause in meinen Alltag. Das kann ich verstehen. Du musst ihn aber bitte unbedingt treffen. Es ist eine sehr wichtige Sache. Okay, kein Problem. Danke. Wo ist euer Freund? Wie komme ich zu ihm hin? Oh je, ich denke, das ist nicht so einfach. Dieser Freund ist so in der Tigi-Welt, aber dann irgendwie wieder doch nicht. Kein Problem, ihr könnt uns auch zu ihm bringen, oder? Sicher könnten wir das. Wir sind begabte Zauberer. Aber für manche Magie brauchen wir auch Zutaten. Und die fingen uns leider. Was will euch denn? Ich denke, ich habe hier irgendwo noch einen Digipilz. Wenn nicht, könnten wir in Koyamans Shop einkaufen. Die Zutaten, die wir brauchen, sind ein wenig spezieller. Warum war mir das so klar? Was brauchen wir denn alles? Hallo? Hallo, wie kann ich euch behilflich sein? Wir brauchen ein rotes Brot, einen Schimmelpilz und eine Sicherung. Warum denn jetzt schon wieder? Ich hab doch diesmal nichts verraten. Stimmt, aber du hast mich unterbrochen. Du weißt, wie ich sowas hasse. Tut mir leid, Schatz. Ich ja schon gesagt, wir brauchen ein rotes Beid, einen Schimmelpilz und eine Sicherung. Nun, das Problem ist, diese drei Dinge, die wir brauchen, gibt es jetzt zwar ganz in der Nähe, allerdings nur in einer nahegelegenen Kanalisation, die östlich liegt. Wir müssen einfach in die Kanalisation steigen und diese drei Dinge finden. Dann können wir helfen. Aber so einfach wird das nicht. Das heißt, ich kann's mir schon denken. Numemon, Sukamon, alle solch stinkenden Digimon leben dort unten. Ja, fast. Sowas müssen wir doch schon des Öfteren mitmachen. Alles klar, wir werden euch alles besorgen, was ihr braucht. Viel Glück, Jungs. Könnt ihr mir noch einen Gefallen tun? Ja, Männchen. Haltet bitte kurz still. Ich möchte kurz etwas überprüfen. Ah, sehr klug, Matt. Hat ihr noch die Einträge gespeichert? Wow, ihr seid ja beide auf dem Mega-Level. Was hast du denn sonst von uns alten Digimon erwartet? Dass wir immer noch auf dem Ausbildungslevel sind? Nein. Aber bisher haben wir nur auf unserer Reise nur selten Mega-Level Digimon getroffen. Die Welt steckt wohl voller Überraschungen. Okay, gehen wir, Gabumon. Falls ihr nicht mehr wisst, was ihr besorgen sollt, dann können wir es euch noch einmal erklären. Oder falls ihr euch einfach ausruhen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne hier rasten. Vielen Dank euch beiden. Bis nachher. Wir sehen uns. Gut, dann können wir speichern. Die haben noch Essen. Können wir was mitnehmen von dem Essen? Also wir brauchen einen Schimmelpilz. Was denn noch? Hab schon vergessen. Rotes Beid, Schimmelpilz und Sicherung. Komm ich nicht rein? Okay, jetzt muss ich irgendwo in eine Kanalisation.
Hey du. Doch nicht. Ich dachte, vielleicht könnte er uns sowas verkaufen. Was? Dein Halt ist gehalten. Oh, cool. Was gibt's denn hier? Da ist die Kanalisation. Und was ist, wenn ich hier hingehe? Da komme ich wahrscheinlich nicht mal hin. Nein. Er hat keine Zeit dafür. Ja, ja, wir müssen hier rein. Die Kanalisation. Hoffentlich finden wir auch das, was wir brauchen. Ja, ich hoffe es auch, weil ansonsten wäre es ziemlich scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Idas Mief. Puh, das ist echt unerträglich. Nicht nur für dich, Matt. Sind die Digimon, die ihr Leben wenigstens friedlich? Jumemon, Sukamon und all solche dreckigen Digimon leben hier. Was denkst du denn? Also wird es zu kämpfen kommen. Heute haben wir ja mal wieder richtig viel Glück. Na, auf geht's. Je schneller wir den Kram eingesammelt haben, desto besser. Jetzt kann ich hier die Fässer überprüfen. Was scheint nicht drin zu sein. Okay. Okay, den kriege ich hier so nicht. Oh, kack. Komm her. Hey, er hat mich auch erwischt. Wahrscheinlich werde ich die dann schon finden. Da ist ein Teil, keine Ahnung. Ich hoffe, dass ich dann irgendwie automatisch drei verschiedene Wege. Was jetzt, Matt? Ah, sehr witzig. Wir werden uns am besten mal alle anschauen. Okay, dann gehen wir zuerst nach unten. Aber anmerken. Bei Award. Ja. Ich hab dich nicht erwischt. Nochmal. Nein, falsch. Hey. So. Ich mit mir anlegen. Das ist Quälermann. Ist unser Quälermann? Ich weiß es nicht. Das hat auf jeden Fall. Kein Shop da. Geh weg. Die Sachen kann ich irgendwie nicht untersuchen. Bäh, geh weg. Kackschnecke. Die Kissen kann ich alle irgendwie nicht untersuchen oder so. Schimmel. Gammel vielleicht. Also die nicht so nah an mich rankommen lassen. Ist noch so ein Kollege. Komm her, Kollege. Komm her. Ja, natürlich. Komm her. Nochmal. Ich sollte mich gleich mal heilen. Was ist das? Keine Ahnung. Pfeil. Giftmüll. Wichtiges Zeugs. Und. Warum habe ich jetzt zweimal durch das, dreimal durch das durchgeschossen? Ey, das ist doch Kacke. Endlich neues Spiel. Moment, Leute.